und willkommen zurück bei Minecraft Live in the Woods mit Anduin. Hallo, grüß euch. Also Anduin in der Tiefe bei seiner Cobblestone Farm. Glaube ich, ist er, oder? Ja, ja, wobei Tiefe ist er hoch. Nachdem das ein bisschen mal oben springt, einige Ebenen. Ja, was und ist ich so an meiner Mühle weiter. Also ich glaube vom Bodenniveau her bin ich glaube ich sogar höher als wie der Eingang im Bauernhof, so geschätzt. Kann hinkommen. Ich habe auch deshalb da noch nicht weiter ausgebaut, weil ich nicht sicher weiß, ob der Raum da so bleiben wird. Okay. Und so wie er jetzt da steht, kann man relativ schnell einmal abbauen und noch einmal aufbauen. Plaudern wir kurz, runtergefallen ist ein Schmarrn, plaudern wir kurz drüber, wie das Herrenhaus wird. Drüben, am Plateau? Ja. Weil ich glaube, das werden wir als nächstes angehen, oder? Na, jetzt machen wir mal deine Mühle. Ja, aber dann halt. Ich weiß nicht, was das nächste Gebäude, das Hafengebäude, das nächste sein soll. Ganz schlüssig. Okay. Wie es am besten ist. Aber nicht, dass dann das eine beim anderen im Weg ist oder sowas. Achso. Du meinst eventuell von unten nach oben aufbauen, weil unten wäre das Hafengebäude, naja, mit der Kneipe oder so, ne? Das Hafengebäude kann nirgends anders hin, das muss ungefähr an der Stelle sein, weil es soll ja am Rand von der Bucht sein. Ja, stimmt. Also das hat einen Fixpunkt, ne? Die Kneipe sollte in der Nähe sein, die hat quasi auch einen Fixpunkt. Hinterbei. Ich glaube, so Kneipe und Hafenviertel passt ganz gut zusammen. Ja. Und Hafenviertel. Damit wäre das die Variable eben der Marktplatz und das Rathaus, das wir ein bisschen anpassen können. Eher nicht zu viel, weil es ja trotzdem da heroben sein soll, aber... Okay. Kommt ja darauf an, wo es dann positioniert ist. Also ich würde dann fast mit dem Hafengebäude ehrlich gesagt beginnen. Ja, passt. Soll mir recht sein. Wir hatten ja so ein wunderschönes Hafengebäude im... wie hat das geheißen? Alpenblock. Ich merke gerade an mir selbst, dass ich die letzten Tage zu viel Fortress-Kraft gespielt habe. Okay, du vertauschst auch immer wieder die... Na, die habe ich mir jetzt umgelegt, aber bei Fortress-Kraft ist es so, dass du mit einer dritten Taste die Behälter und so öffnest. Ach so. Und da machst du das ja mit der Taste, mit der rechten Maustaste. Und jetzt drücke ich immer die andere Taste zum Aufmachen. Ansonsten habe ich meine Maustasten schon umgelegt, damit mir das eben nicht mehr passiert. Und nach kurzer Umstellungszeit bin ich es jetzt da schon mittlerweile gewohnt. Okay. Also ich zerstöre kaum mehr Blöcke in Fortress-Kraft und setze in Minecraft nicht irrtümlich Blöcke, die gar nichts hingehören. Okay, ich mag es umgekehrt. Ich zerstöre in Fortress-Kraft und setze in Minecraft. Genau. Und deshalb habe ich in Fortress-Kraft die Belegung so umgestellt, dass sie ist wie in Minecraft. Okay. Passt. Gut, dann das schauen wir dann mal. Dauert dann ein paar Spielstunden, aber... Das, was ich mir gedacht habe, aufgeht. Ach so, super. Ich lege rein. Ich habe eigentlich vor, dass ich schaue, ob der Steinziegel fertig ist, weil ich bräuchte auf alle Fälle einen. Oder soll ich das noch höher machen? Außen ist eh... Na bitte, der erste kommt jetzt schon. Speckstein können wir gleich darüber transferieren, wenn noch Platz ist, wenn die Tibra da schon rausgenommen hat. Nein, ich habe nur aus der, wo direkt gebrannt worden ist, rausgenommen. Ich sehe es gerade. Dann lege ich vorläufig da rein, wo der Sand und so ist. Er wird zwar jetzt dann eh benötigt werden in der nächsten Zeit und bei den Gebäuden dann sehr rasch dezimiert werden. Ja. Momentan ist die Kiste zu voll. Was haben wir da als Erinnerung?
Da ist auch noch ein Speckstempflaster, dann könnte ich reinschmeißen. Was ist das? Tazit. Ah, das ist Migmatit-Steinziegel. Stein, da habe ich Stein. Okay. Wir haben irgendwann einmal einen Stein gefunden. Na, ich habe schon welchen gebrannt von der Farm. Ja, von der Farm, aber vom, wo wir natürlich abgebaut haben. Okay, ja, da das stimmt. Da haben wir noch keinen gebrannt gehabt. Na. Und da, wo wir die ersten Steine abgelegt haben, da herüben, da ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass da ein Stein dazwischen ist. Also irgendwann haben wir einen normalen Stein gefunden. Das ist der eine Obligo... Wie sagt man? Dieser obligatorische. Eine, ja, dieser eine Stein, den man findet, damit man so eine Farm machen kann. Wahrscheinlich. So. Was haben wir denn mit dem hier halbwegs mal Gebäude umriss? Wolle. Ich habe Wolle. Ich wahrscheinlich besser wie Erde, ne? Weil Erde sehe ich nicht so bald grün bewachsen. Ja, genau. Bei mir in der Mühle, in der Kiste liegen eineinhalb Stacks Wolle. Ja, das hört sich gut an. Ja, weiße Wolle. Und dann kann sie die Cobblestone-Farm mal wieder aufbauen. Die Äpfel können eigentlich auch wieder geerntet, das wäre auch kurz machen. Ich mach mal auf Apfelbauer. Mach ich. Schwupps. Holz brauche ich auch. Aber das soll kein Problem sein. So. Wie komme ich drunter? Hüpfen. Autsch. Ich werde am besten innen gleich eine Treppe mit hochziehen. In der Mühle oder was? Mhm. Innen am Rand so entlang. Mhm. Nicht? Ja, ich hätte das mit einer Leiter gemacht. Dein Projekt. Mit einer Leiter, ja, stimmt. Stimmt. Ist eigentlich unten integriert ein kleines Wohnhaus für quasi einen Müller oder gehört die Mühle zum Bauernhof? Da sollte ein kleines Wohnhaus reinkommen, so auf die Art. Okay. Eigenständig. Hoppala. Alles klar. Also dachte ich mir. Ja. Ach, warum komme ich nicht zu dem Apfel? Achso, der wird noch nicht reif sein. Aber der schaut schon so reif. Nicht nehmen. Nein, 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 nein. Ja, doch. Das ist bei den niedrigen Baum erreichst du das so schwer. Da ist immer das Laub vor. So, wenn wir schon dabei sind, können wir dann auch gleich bei den Beeren ernten. Aha. Meine Beeren. So, und wenn es dir nichts ausmacht, würde ich wieder gerne auf Tag stellen. Ja, ja, still noch. Cheater nur. Ja. Ist ja kein Problem.
eben. Das war ein Blödsinn. So. Aber wir bauen ja da. Ist eigentlich das Feld fertig? Oder fehlt da jetzt Na, noch das Erde? Feld ist Ist fertig. komplett, oder? Ja. Ist doch schön, wie sie das wiegt, oder? So, da. Irgendwie cool, wie dann zu Beginn die grünen Äpfel drinnen hängen im Baum. Das Irgendwie ist Geld es macht. sehr, sehr stimmig. Ja. Es gibt übrigens ein Game für alle, die Interesse haben an einerseits halt Minecraft. So, jetzt schaue ich gerade, dass mein zweiter Bildschirm wieder erwacht, damit ich den Titel sehe. Alle, denen Minecraft gefällt und die sich aber an der Optik vielleicht stören oder die Minecraft gerne so ergänzt hätten mit so Funktionen, wie man es von WoW oder so kennt, also World of Warcraft und so weiter. Es gibt ein Game, das ist gerade in Arbeit, das nennt sich Ashes of Creation. Da könnt ihr mal reinschauen, also einfach googeln nach Ashes, Ashes of Creation. Das ist so eine Mischung aus Minecraft und ja, WoW ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil ich glaube nicht, dass es so Fraktionen und so geben wird. Also so extrem ausbauen werden sie es nicht. Aber es hat Fantasy drinnen, es gibt Quest-System soll es geben. Es gibt ein ganz interessantes Handelssystem, das was anscheinend durch den Spieler bestimmt wird, wenn ich das richtig verstanden habe. Also je nach Nachfrage, was die Spieler brauchen, wird halt das jeweilige und was sie anbieten, wird das jeweilige Produkt teurer und günstiger. Also sprich, wenn der Markt von irgendwas geflutet ist, wird das umso günstiger. Wenn irgendetwas mehr gesucht wird oder benötigt wird, dann ist weniger vorhanden, wird das teurer. Und es gibt aber dann in dem Game die Möglichkeit, wie bei Minecraft, dass man eigentlich, Ich bin naiv. soweit ich es gelesen habe, dass man auch Gebäude baut bis zu Städten mit eigenen Einwohnern und so. Also das Konzept selbst hört sich irrsinnig interessant an. Bin nur, ja, also ich finde es sehr spannend, ob sie das verwirklichen lässt, was da alles drinnen steht Ja. in dem Konzept. Aber es schaut sehr toll aus. Es gibt die ersten Alpha-Videos. Man kann das auch in Auf YouTube haben die einen eigenen Channel, den kann man auch abonnieren oder kann sich halt dort zumindest die Videos anschauen, die es jetzt im Moment schon mal gibt. Also, ja, das Schaut muss cool man aus. selbst sehen, kann man schwer beschreiben. Das schaut auf jeden Fall cool aus. So, ich hole mir da gerade noch ein bisschen Holz. Und ein zweites, was auch in die Richtung geht, für mich fast noch interessanter, da suche ich jetzt da gerade den Namen zwischen meinen ganzen Abos, die ich da so habe. Wo ist es? Ja, da ist es. Dark and Light. Mir aber auch was. Das war das, wo wir im Video gesehen haben, so Drachen wie bei Skyrim. Und auch den Charakter, den du da stellen kannst, ist also von der Qualität her ähnlich wie bei Skyrim und so, also wirklich grafisch unheimlich toll. Mit den Shaders und so weiter. Und hast aber eigentlich auch eine Sandbox. System, Also wo okay. du halt wieder kräften kannst, wie bei Ark, Gebäude bauen, aber auch ein Quest-System und eben riesige Monster, also von Drachen bis zu Also so Art Balrog vom WoW und Mittelerde. Minecraft durchgemischt. So Ja, in der ja, Richtung. ja. Eher so Skyrim,
Okay. Mittelerde-Minecraft-Mischung. Cool. Mhm. Na, es sind da momentan ein paar spannende Projekte im Entstehen. Ja, und ich bin halt immer gespannt, welche sich dann durchsetzen werden. Oder welche wirklich im Endeffekt so aussehen werden und spielbar sind. Mhm. Ja, bei Dark and Light weiß man es ja noch nicht so genau, wie es ausschauen wird, weil also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das wirklich Ingame-Grafik ist, was man da derzeit sieht auf Steam und auf YouTube. Und wenn doch, dann wundert es mich, dass das nicht das größte Projekt ist und nicht schon jeder kennt, weil es wird relativ wenig über die beiden Projekte eigentlich gesprochen derzeit. Okay. In der Spielebranche, also gehe ich eher davon aus, dass das Render-Videos sind. Bei Ashes of Creation ist es Ingame-Grafik, da schreiben auch die Entwickler, das ist Ingame-Grafik. Okay. Sieht nicht ganz so bombastisch aus wie bei Dark and Light, aber auch noch immer irre gut. Na, da bin ich doch gespannt. Also Ashes of Creation, was grafisch das Schwächere ist, schaut mindestens so gut aus wie Tom Clancy, Ghost Recon Wildlands. Wow. Und das ist für ein Fantasy-Rollenspiel-Game schon ziemlich gut. Noch dazu Sandbox, da bin ich überhaupt total fasziniert. Wobei Sandbox nicht unbedingt gleich prozedural heißt. Mhm. Das kann ja auch eine händische Sandbox sein. So, wir brauchen wieder mal eine händische Stelte. Da. Was bei Ashes of Creation, glaube ich, sicher ist, ist, dass die Map nicht prozedural berechnet wird. Also sie schaut bei jedem Spielstart immer wieder gleich aus. Mhm. Weil man schon in einem Video ein bisschen so die Gebietszonen und so sieht und das würde keinen Sinn machen, wenn sie das herzeigen, wenn es also dann bei jeder Servererstellung neu generiert. Bei Dark and Light, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es eine Sandbox wie bei Minecraft. Okay. So, der restliche Baum wird geschlägert, dann sollte wieder genug haben. Du bist noch bei den Äpfeln beschäftigt? Äpfel fertig, ich baue gerade Weizen neu an. Oh, okay. Weil wir es für Strohdach dann brauchen werden. Ja, stimmt. So, ja, da wird noch einiges runterfallen, ist auch weit wurscht. Lauf da. Tritt. Und? Super. Ja, es ist dann leider jetzt einmal kurzfristig nicht so ein schönes Feld vorhanden. Ja, aber es ist halt so im Survival. Wir brauchen die Ressourcen. Na, no, servus, so wie bei uns in Natura.
das Gedonnere. Ja, das haben wir jetzt die letzten Tage in genau, Natura so, ja. gehabt. Im Frühjahr schon im Sommer gelitten. So richtig. Ja, stimmt. Also das Überraschende war nicht jetzt schlecht Wetter an sich, weil das ist im Frühjahr durchaus was Übliches. Aber aufgrund dessen, dass wir extreme Temperaturen schon hatten in den letzten Wochen, haben sie anscheinend solche Wärmegewitter aufgebaut. Mhm. Wenn wir es nur im Hochsommer haben. So. Hopp, 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 hopp. Wird und die Folge ist um. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch, schaut wieder rein, wie es weitergeht mit der Mühle und dem Anduin, wie er am Feld steht. Beim Stockdunkeln. Ja, beim Stockdunkeln, beim Minecraft Life in the Woods. Ciao! Tschüss!